Positives Karma erwerben. Karma besagt, dass jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung Auswirkungen hat. Sowohl auf uns selbst als auch auf andere. Wir ernten die Früchte unserer Taten und werden somit für unsere Taten verantwortlich gemacht. Laut der Lehre Buddhas kann man sich durch positives Karma spirituell verbessern und vorankommen. Positives Karma zu erwerben ist ein wichtiger Teil des spirituellen Wachstums. Eine Möglichkeit besteht darin, mitfühlend zu handeln und anderen zu helfen, sei es nun deinen Freunden beim Umzug oder einem Obdachlosen. Das Vermeiden negativer Handlungen ist ein weiterer Weg, um unser negatives Karma zu verbessern. Die Lehre Buddhas rät uns, von Gier, Missgunst oder Neid abzusehen. Diese Emotionen schaden nicht nur anderen Menschen, sondern auch uns selbst. Außerdem sollten wir versuchen, niemanden bewusst zu verletzen oder ihn gar auszunutzen. Wenn wir dies tun, steigert sich unser negatives Karma nur noch mehr. Positive Gedankengänge und Handlungsweisen sind der Schlüssel für ein gutes Karma, so lautet die Lehre Buddhas. Ich bin Shaolin Rainer und ich erkläre dir den modernen Buddhismus. Folge mir hier auf TikTok.